Guten Morgen, meine Damen und Herren. Hier spricht Christoph Ludwig, der ehemalige Schuldirektor der Biesenfeldschule VS2 Linz. Lange Jahre dauert ja meine Misere schon an. Seit 9 Jahren werde ich verfolgt. Und nachdem ich entlassen wurde, wegen nichts, ich war einmal nicht zum Dienst gekommen, habe ich jetzt dann auch ein Berufsverbot als Volksschullehrer erhalten vom Landesschulrat für Oberösterreich und hatte seit dem Jahr, also sozusagen März 2018, die größeren Probleme, irgendwie meine Existenzversorgung zu sichern. Im Kampf mit dem AMS Linz, im Kampf mit dem Magistrat Linz, bedarfsorientierte Mindestsicherung, Notstandshilfe, Heizkostenzuschuss, Wohnbeihilfe, das alles habe ich hier durchgespielt und mir das angeschaut. Und hier ein kleiner weiterer Beitrag, es geht um die Wohnbeihilfe. Seit Monaten habe ich versucht, Wohnbeihilfe zu bekommen, da ich ja meine derzeitige Nochwohnung, die 600 Euro kostet, ja nicht bezahlen kann. Es ist eine Wohngemeinschaft und hier wird natürlich von den Mitgliedern, vom Mitglied auch was beigesteuert, sonst würde das nicht mehr gehen. Man ist dauernd auf Existenzangst am Limit und hier. Dieses Video zeigt jetzt, wie das Land Oberösterreich mit der Wohnbeihilfe, mit dem Gesetz gegen die Ärmsten des Landes vorgeht. Die Krux dieser Story ist, dass man, wenn man gar keine Arbeit mehr hat, sozusagen, so wie es bei mir ist, dass ich ein Berufsverbot als Lehrer habe, mich beworben habe, aber keinen Job mehr bekommen habe, weil ich gar kein Geld mehr gehabt habe, auch meinen Dienst in einem anderen Bundesland anzutreten, was ja möglich gewesen wäre in der Steiermark. Aber wenn man überhaupt kein Geld mehr hat, dann geht das nicht. Und wenn man keine Arbeit hat, so wie ich, und auch keine mehr bekommt, weil ich bin 58, niemand braucht mich, dann bekommt man auch keine Wohnbeihilfe. Und das ist dieses vernichtende Gesetz, das hier das Wohnbeihilfengesetz in Oberösterreich feststellt. Also, haben Sie keine geringfügige Beschäftigung mehr, gibt es auch keine Wohnbeihilfe. Damit sind Sie obdachlos. Und letztens im deutschen Fernsehen habe ich gesehen, da bemühen sich dann alle möglichen Organisationen, um diese Leute von der Straße zu bringen, wieder in eine Wohnung irgendwo einzugliedern. Und da geht mein Appell wirklich an den Herrn Landeshauptmann Stelzer, an den Wohnbaureferenten, den Herrn Heimbuchner, den Blauen und so weiter, sich da mal Gedanken zu machen darüber, ob das sehr sinnvoll ist, jemanden da in die Obdachlosigkeit zu treiben. Schauen wir uns das im Detail kurz an. Man stellt einmal ein Ansuchen um Wohnbeihilfe. Unendlich sind die Beilagen, die man hier dann schon bringen muss. Man muss angeben, welche Leute in der Wohnung wohnen. Ich habe keinen Ehepartner, ich habe keine Lebensgefährtin. Es wohnt in dieser Wohngemeinschaft ein Mitglied, das ich hier namentlich nicht nenne. Und das muss man dann hier alles angeben, die Mietwohnung und hier dann die Informationen zum Wohnbauförderungsgesetz, Wohnbeihilfenverordnung und so weiter. Also für jemanden, der sowieso schon am Ende ist, eigentlich und nicht firm am Computer, eigentlich eine unmögliche Sache, hier alle diese Forderungen lückenlos erfüllen zu können. Also Kopien muss er sie machen. Wo soll er sie die machen? Unter der Brücke, von keinem Geld. Haushaltseinkommen, lückenlos über das ganze letzte Kalenderjahr, Jahreslohnzettel, Einkommensteuerbescheid. Und. Also da gehen Sie mit Paketen von Akten durch die Gegend. Ich habe da stoßweise das ausgedruckt, das eingesendet, dann via E-Mail, Briefe geschrieben und so weiter und so fort. Natürlich ist es richtig, dass das Steuergeld bewahrt werden muss, aber was hier aufgeführt wird, das ist wirklich nicht mehr das, was der Sinn der Sache sein kann. Also man sieht schon, hier gibt es dann auch die Berechnungen für die Wohnbeihilfe. Meine kostet also sozusagen 600 Euro. Wohnungsaufwand, der Beitrag 0. Ich werde hier aus dieser Wohnung in Kürze evakuiert.
weil ich auch den Strom nicht mehr bezahlen kann. Ich hatte jetzt einen Stromlieferantenwechsler, der macht gleich die Anfrage und bei dem Kreditschutzverband und ich muss jetzt 155 Euro vorauszahlen, sonst wird jetzt Ende März der Strom abgedreht. So, soweit einmal zu dem. Ich habe dann auch eine eidesstattliche Erklärung von meinem Wohngruppenmitglied hier abgeben lassen, dass sie also bezeugt hier an Eidesstatt, dass sie mit mir weder verwandt noch verschwägert noch sonst irgendetwas ist. Und es ist auch hier natürlich im Mietvertrag so geregelt, dass ich von keinen Untermietern, die erstens keine Untermieter reinnehmen darf, zweitens natürlich keine Mietzahlungen von denen verlangen kann. Ja, das ist ja klar, das ist ein Verstoß gegen das Mietrecht, was ich natürlich nicht mache. Das habe ich auch dem Land Oberösterreich, der Bearbeiterin dort mitgeteilt, bei der Direktion Soziales und Gesundheit, ja, dass das widerrechtlich ist. So, jetzt schreibt die Gute am 8. Jänner, bereits am 9.10., also Sie sehen schon, ein halbes Jahr oder länger arbeite ich da schon herum mit den Leuten, liegen die Wohnbeihilfevoraussetzungen liegen nicht vor, ganz einfach, weil ich eben keine Arbeit habe. Daher gibt es auch keine Wohnbeihilfe. Die sind eigentlich ganz schnell fertig, fühlen sich auch hier schon belästigt durch meine ständige Anfrage, weil ich das nicht glauben konnte, dass man jemanden, der sowieso schon am Ende ist, keine Arbeit mehr findet, dann auch noch keine Wohnbeihilfe gibt. Und das schicke ich jetzt alles, das ganze Paket auch nach Straßburg an den Europäischen Gerichtshof. So, jetzt gibt es hier ein Schreiben, wo ich noch einmal mitteile, dass ich eigentlich nur 550 Euro verdient habe im Jahr 2018. Ich erkläre noch einmal, dass ich vom Landesschulrat für Oberösterreich mit der sogenannten Objektivierungskommission, also namentlich vom Herrn Hofer-Denzenhofer, im Senat mit einem Berufsverbot erlegt wurde, im wahrsten Sinne des Wortes. Insolvenzverfahren ist gescheitert und so weiter. Wer wird gefördert? Ich bin ein Mieter einer geförderten Wohnung, das müsste also möglich sein. Mit der Wohnbeihilfe sollen insbesondere Menschen mit niedrigem Einkommen, kinderreich, Familien, bla bla bla. Da falle ich nicht hinein, weil ich eben gar kein Einkommen habe. Ich bin also noch schlechter dran als die mit einem niedrigen Einkommen und falle dennoch heraus. Und das ist unverständlich. Und das ist die Botschaft dieser meiner Videomitteilung. Und das nächste ist, dass natürlich ein Wohngemeinschaftsmitglied hier immer so gewertet werden möchte, als wäre das ein Lebenspartner und was weiß ich, und das gesamte Einkommen dieser Person sei hier aufzurechnen. Und auch das ist nicht so, weil es gibt eben sowas wie eine Wohngemeinschaft, wo man einfach sich kennt und natürlich befreundet ist, weil sonst geht ja das gar nicht in einer Wohnung, aber sonst war es dann, ja. Und ein Wohngemeinschaftsmitglied hat keine Verpflichtung, für den Unterhalt eines Wohngemeinschaftsmitglieds, eines anderen Wohngemeinschaftsmitgliedes aufzukommen. Da gibt es keine rechtliche Grundlage. Also, nachdem ich kein Einkommen über der Geringfügigkeitsgrenze erziele, bekomme ich auch keine Wohnbeihilfe. Danke dafür. Das bedeutet also, ich werde jetzt zur Caritas gehen und dort um ein Zelt betteln und werde mich dort draußen am Bleschinger See oder irgendwo in die Wildnis verziehen. Und darauf hoffen, dass die guten Menschen hier in diesem Land mich dann durchfüttern und mir helfen, dass ich doch ein vegetatives Leben führen kann. Außerdem war ja da monatelang keine Krankenversicherung. Das wurde mir erst am 8.2.2019 mitgeteilt, dass ich krankenversichert bin. Vorher war das nicht einmal mir bekannt, also schon ein Jahr lang ohne Krankenversicherung und so weiter. So schaut's aus und das geht's. Ich will hier niemanden anraunzen, aber ich möchte hier aufzeigen, wo hier in unserem staatlichen Bereich die Gesetze, die gemacht wurden, auch bedarfsorientiertes Mindestsicherungsgesetz, dass hier das Blaue und Schöne und paradiesische Zustände heruntergelogen werden,
für die Öffentlichkeit und dass man das gut verkaufen kann. Und das war es aber dann schon. In Wirklichkeit werden diese großen Lügen, die hier in diesen Gesetzen drinnen stehen, nicht verwirklicht von den Behörden, sondern man wird alleine gelassen, man wird bekämpft und hinuntergedrückt. Und das kann ich als ehemaliger Volksschuldirektor sehr gut beurteilen, weil ich kann mit Gesetzen umgehen. Hier ist jetzt dieses Gesetz, letztlich noch einmal vom 24.01.2019. Es wurde jetzt eine Frau Magister noch einmal bemüht vom Land Oberösterreich, die jetzt das noch einmal hier mir noch einmal erklärt, schon weil ich lästig bin, sehr klar. Die Ausführungen vom 9.10., vom 12.11., vom 8.1. immer wieder habe ich Briefe geschrieben, weil ich das nicht verstehen konnte. Sie erklärt es noch einmal für alle. Gemäß § 23 Absatz 4 Ziffer 6 des OÖ-Wohnbauförderungsgesetzes in der gültigen Fassung, die Gewährung einer Wohnbeihilfe ist unzulässig, wenn der Förderungswerber kein Einkommen über der Geringfügigkeitsgrenze gemäß § 5 Absatz 2 AsVG erzielt und auch kein im gemeinsamen Haushalt lebender Ehegatte, Ehepartner und so weiter lebendes Kind ein solches erzielt. Also für so einen Menschen, der nichts mehr hat, gibt es auch nichts mehr. Er fällt heraus aus der Fürsorge dieser Gesellschaft, die sich Österreich nennt, sehr reich ist. Und hier wird es noch einmal erläutert, was ich da erklärt habe. Und jetzt habe ich es verstanden, bedanke mich noch einmal bei der Frau Magister C. vom Land Oberösterreich, dass sie mir das jetzt endlich erklärt hat, weil ich bin wirklich so dumm, dass ich das so nicht glauben konnte, dass das wirklich gibt in unserem Land. Und das war es dann auch schon. Ich weise jetzt nur mal darauf hin, es gibt einen WordPress-Blog. Sie geben einfach ein in Google in der Suche Schuldirektor Christoph Ludwig, kommen dann hier auf meine Webseite, ein WordPress-Blog, und hier können Sie dann noch einmal die ganze Geschichte lesen, vor allem auch die Geschichte, wie der Landesschulrat für Oberösterreich, namentlich der verantwortliche Herr Hofer-Denzenhofer, der ehemalige Präsident des Landesschulrates, mit meiner Person, dem Schuldirektor der Biesenfeldschule 2, verfahren ist. Was man da alles aufgeführt hat an Lügen, Verleumdungen, Bossing, Mobbing und so weiter. Es existiert eine Amtshaftungsklage, da können Sie schauen, die ganzen Medienverfahren, Privatklagen. Es geht jetzt da so dahin. Meine Schulden sind derzeit bei 200.000 Euro. Die Amtshaftungsklage liegt derzeit bei 500.000 Euro Forderung. Wir schauen einmal, was da jetzt herauskommt. Da sind auch die Geschichten dokumentiert über die Mindestsicherung, Heizkosten und so weiter. Und das alles wird natürlich in Videos dokumentiert, die Sie sich da in Ruhe auch anschauen können. Und last not least, hier ein kleiner Überblick. Es gibt ja schon einige Videos zu verschiedensten Angelegenheiten, vor allem wie man auch mit Ämtern, Gerichten umgeht, können Sie von mir lernen. Rufen Sie mich an, beziehungsweise schreiben Sie mir eine E-Mail. Meine E-Mail-Adresse finden Sie bei jeder Zeit und schauen Sie sich die Videos an. Und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen guten Tag.